Ja, ich habe jetzt mal kurz unterbrochen, weil gerade bei uns jemand sinnloserweise in CS gemoved wurde. Das ist immer sehr nett, Dankeschön. Danke an den PJF-Community in dem Moment, auf dessen Teams wir nämlich gerade sind und aufnehmen. Ja, würde ich verkaufen. Verkaufen. Wo ist mir eigentlich hin? Dahinter. Also ist jemand Bin einfach gerade mal hier hochgegangen. reingekommen und wieder rausgegangen, oder? Ja, nein, wurde gemoved, also wurde zu uns geschoben und wieder rausgeschoben. Wahrscheinlich, weil er so bip 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 gemacht hat, wurde der rumge einfach irgendwo anders hingeschoben halt. So. Aber das nervt uns natürlich ganz genauso. Irgendwie habe ich hier nur 40 FPS knapp. Ganz schön heftig. Vielleicht muss ich mal kurz Optionen. Warte mal, wir haben Video. Benny dabei. Immer ganz gediegen, Marco. Deswegen nehme ich. Ich habe mal kurz meine anisotropes Filtering ein bisschen runtergestellt. Vielleicht geht das jetzt besser. Geil. Ja, das ist mein Bloodwing. Der holt da Geld raus aus den Viechern. Mal gerade ein paar Transfusionen geschmissen. Bom. Die Transfusion war nett. Golden ist so nett. Die goldene Shotgun, die ist richtig nice. Wer hätte vermutet, dass die geil ist? Dass die ungeil ist, vor allen Dingen. Wer hätte vermutet, dass die geil ist, habe ich gesagt. Ja, nee, aber ungeil in dem Sinne eigentlich. Wieso? Also, hast du schon den angewandten Sarkasmus drin? Hier ist ein Schild 320. Er braucht nicht so einen Scheiß. Ja, Steckst dir an den Hut 320. zum Verkaufen. 320er Schild. Wir haben mal mit 60er Schilds angefangen, das zu bilden. Ja. Was ist denn hier zerplatzt? War das das Geschoss von dem Vieh gerade? Oh, pass auf, hier sind explosive Kisten. Ja, dann warte, bis sie. Ja, warte ich auch gerade. Schade, dass sie bei der Beta hochgehen. Der hätte vielleicht auf den Knallharten warten sollen mit den Kisten. Ist tot. Welchen Knallharten? Da hinten. Königs-Spider. König-Spider-Rund, König-Spider-Rund. Bam! Mies, Alter. Und wieder über 1000 Dollar mal eben gefunden. 850 und noch. 1000? Ach so, ja, und dann nochmal zweimal über 100, das sind schon über 1000. Ungefähr 1100 Dollar mal eben in dem Vieh gewesen. Warum auch immer in so einem Vieh Geld ist. Ja, die essen das halt gerne. Das kannst du beim Euro nie machen, der ist nämlich aus halbwegs Baumwolle. Warum kann man Baumwolle nie essen? Da ist schon die erste Dose mit Skackfleisch. Hier, so sehen die Viecher, die Dinger aus, die Dosen. Zu spät. Also die sind auch grün markiert, von daher werdet ihr das schon finden. Hier hoch ist schon eine gute Richtung. Ich sammle weiter das Geld ein, ne? Ihr kämpft ja. Kann ich da Geld einsammeln? Lass mal arbeiten. Oh, ich verzieh mich mal eben. Wieso? Naja, weil meine Schildrunde ist. So. Kompletter Durchschuss mal wieder. Voll erwischt, du Arsch. Benny, du hast überhaupt nichts mehr an Lebensenergie. Och, aber ich krieg doch wieder. Wenn ich Leute töte, krieg ich auch wieder neue. Hä? Voll? Ich will das Ding aufmachen. Willst du mich verarschen? Der geil. Ich will noch 15 Dollar mal eben so gefunden. Nice.
Mit irgendeinem Revolver von ganz hinten. Was hab. Schießt nur mit einem Revolver durch die Gegend. Ja, weil die halt. Weil die es halt auch bringen. Ne? Da kommt einer direkt zu dir. Schwör's. Kriegst Leben, find ich gut. Kriegst nochmal Leben. Also die komischen Dosen, die grün leuchten, müsst ihr ja, jetzt auch sammeln. Eingesammelt. Voll. Geld. Aua. Wir wollen Geld, 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 dass ihr die ganzen Gelddosen hier auch macht. Friss. Oder friss nicht. Tot. Wie sie alle aggressiv sind bei dem Spiel, ey. Guck mal, wir kriegen wieder neue Inventar-Erweiterung, wenn wir hier den Claptrap anquatschen. Genau, Claptrap-Rettung. Kannst du das mal aktivieren? Mhm. Nee. Das war nicht die Claptrap-Rettung? Das da. Ist für Ekal, müssen wir da hin. Wir müssen nämlich wieder zurück hier ein hoch? Stück. Nee, wir müssen ein Stück zurück. Hier kommt gerade Haufen Zeug. Ich glaube, ich habe es außersehen aktiviert. Oh, du bist ein Stück zu weit gegangen, einen Schritt zu weit und dann kommt. Ich baller damit ab. Du holst. Ich lauf schon. Ach, das war dieses. Nee, wir müssen doch da hoch. Da musst du nämlich lustig rumspringen. Ach, verdammt, dann müsstest du es nur noch im Kopf haben. Wer es nicht im Kopf hat, hat's in den Beinen. Da hinten ist was. Irgendein Pokal mit. Geht doch. Irgendein Pokal? Wenn das so ein grünes, das sind Questgegenstände, ja, grüne Pokale. Das. Ja, das sind Questgegenstände. Das war geil, einfach mal voll drauf gehauen. Rotfinder 12x39. Schon gut, dass wir keine von euch haben. Was? Wie viel? 12x39 wirst du wahrscheinlich nicht haben. Was macht der da unten? Er ist runtergefallen vorhin. Ehrlich? Ja. Wie geil ist das denn? Wartet, bis der hier rüberkommt, da ist ein Feuerfass. Wenn er dort vorbeikommt, einfach draufhauen. Von hinten kommt gerade wieder was. Ich es liebe. Ich meine jetzt gerade meine Transfusionsgranaten. Dann hat er Psychopath. Aber? Wo bist du? Ich hol'n Benny. Kannst du dich noch halbwegs erinnern? Ich bin gerade rumgelaufen. Nee, das knallhart kann ich nie. Wo bist denn du? Felix, komm erstmal her und rette mich bitte. Der Typ ist ja ewig. Ich bin kurz vorm Sterben gerade. Ja, aber der Typ ist ewig. Oh, danke. Gubi, du hast aber jetzt ein Problem mit dir. Da kommt ein knallharter dir entgegen. Das danke. Hallo. Schön. Würde ich gleich mal heilen. Würde ich ja gerne, wenn ich irgendwie mal um die. Achtung, Granate. Oh. Achtung, Granate. Die Granate. Die kam angeflogen. Ja. Von wo? Von gegenüber. Von der anderen Seite. Die sind doch so weit weg. Ja, und? Das können die trotzdem. Unfair. Die da. Die da an die Wand und erschossen. Ach, verdammt, ich hab eine Longbow. Wenn sie überall Ping macht! Alter, hier steht gleich ein Feuerfass bei mir in der Nähe, ne? Muss ich dir eigentlich mal geben. Schön, dass es kaputt gemacht hast und nicht so. Scheiße! Warte, den hol ich mir! Nö. Hä? Ich steh direkt hinter dir, ich hab schön über dich drüber geschossen. Ja, toll, Alter. Weil du sagst, warte, ich hol ich mir. Ich denke so, wir haben aber direkt ein bisschen. Nö. Moment mal, abliefern müssen wir doch noch. Wir müssen erstmal zum Claptrap, muss ich nochmal zurück. Weil so Inventar und so Upgrade. Ich halt mit. Genau, bitte. Lauf, Forest! Lauf!
Hier ist noch Geld. 147.000. Hier ist ein Fahrstuhl? Nee, noch nie weit. Ja, ja. Wollte gerade sagen, das ist. Da kommst du in den weiteren Bereich. Tragekapazität erhöhen. Ja, das wird bestimmt wie so eine Feder sein, oder? Ah, ich krieg eine Waffe gezeigt von dem Typen. Komm, zeig mir eine Waffe, zeig mir eine Waffekiste, da 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 da. S&S-Werbung ist hier. Jo, sogar eine rote. Cool, 108 Schilder gefunden. Wohin ist drin? Ein Sniper mit dreifach Schockschaden und 224 Schaden aber an sich nur. Und eine lila SMG mal wieder. Mit, vier, mit vierfachen hier Säureschaden. Wie viel hat die, die SMG? 49. Aber auch 90% Genauigkeit und 12,5er Schussgeschwindigkeit. Ich habe momentan einen Revolver, der hat 128. Hä, hatte ich nicht mal einen besseren gekauft? Scheiße, habe ich den wieder verkauft? Dann bist du genauso gut wie ich. Probier den mal. Ich glaube, ich habe echt vor uns. Ich habe echt auch mal meine sehr guten Revolver verkauft. Oh nee, ey, ich fass es nie. Bin ich echt so blöde? Ja. Oh nee, ey. Das der war so gut, der hatte 173 oder so. Ich habe immer noch da 200. Einfach ausgerüstet, was du behalten willst und alles andere kannst du verkaufen. Ja, toll, aber. Du solltest vor allem erst verkaufen und dann wieder einkaufen, dann hast du das Problem nie. Also immer erst verkaufen und dann erst angucken, was überhaupt drin ist. Okay. Hab's jetzt kapiert. Reload töten. Wo es zu spät ist. Ja, kommt doch die nächste Waffe auch wieder. So, jetzt geht's nämlich offen, dann kommen jede Menge Leute raus. Fail. Das ist aber gerade so noch in deinem. In dem Bereich von deinem. Suspenders hinten die Gegend. Ich krieg das Magazin nicht unter. Komm nicht unter 1000 Schuss, weil ich zu schnell regeneriere. Was? Nicht unter 1000 Schuss gerade. Mit der SMG oder was? Ja. Gerade Haufen Gegner wieder draufgegangen. Na, hat er Schläger. Der Säureschaden gleicht aus, dass die weniger Schaden macht, würde ich sagen. Kann ich sie. Die ist schneller. Hat nicht so ein... Oder? Die ist auch nee, die schneller, ist, oder? Die ist sogar langsamer als die andere, aber. Das war 12,5, wie will die noch lang. Was will die noch schneller sein? Scheiße! Die andere war irgendwie 16 oder 15 oder so. Okay. Das finde ich dann schon krass, weil das ist ja ungefähr, das sind schon Schüsse pro Sekunde ungefähr, das ist dann schon heftig. 16 Feuerrate von 16 und die hat eine Feuerrate von 12. Machine Gun mit 80 Schaden. Ich habe eine Granatenmod mit 66 Schaden gefunden. Will jemand haben von euch? Oh ja. Was ist das? Granatenmod. Achtung! Scheiße, und ich wechsle natürlich ins Inventar. Wie die Haufen Sachen droppen, wenn dann Bloodwing die angreift, das ist so geil. Dreimal Leben und noch viermal Geld, das ist schon lustig. Ja, vor allem dreht er sich zu euch hin, ich kann gemütlich in den Kopf schießen von hinten. Ja. Du mit dieser komischen kleinen Waffe, ehrlich. Da ist Reaver übrigens. Da war das Schild schon mal weg. Ach gut, ja, das war meine. Ich dachte, das wärst du gewesen. Nee. Immer schön in den Nüschel reinschießen. Ja. Das ist aber meins. Ah, mal probieren. Hast du mich schon mal hier irgendwo rumkriechen gesehen? Würdest du nichts kriegen, Benny? Ja, ich weiß nicht, ob die so toll ist. Muss ich noch gucken. Die spielt sich erstmal ganz okay. Können wir jetzt mal die andere machen? Oder die anderen? Also,
das nächste Fragment ist das, glaube ich. Den Rest machen wir dann nebenbei. Und da hinten ist noch eine Waffenkiste. Waffenkiste! Brauchen bloß noch eine Dose. Ja, die haben wir unter Umständen vielleicht sogar übersehen. Na egal, da gibt es noch, glaube ich, noch mehr. Jäger. Team Zielgenauigkeit und Fokus-Skill. Was sind mein Fokus-Skill? Ja. Zielgenauigkeitsmod. Yay. Ja, wir haben die Dose übersehen. Ich geh die mal nachschauen. Achso, ist die markiert oder was? Denke ich. Was ist unten oder? Ja, drunter in der Ecke. Sagen, die ist oben. Ja, würde ich auch sagen. Oben macht irgendwie mehr Sinn. Bin ich denn jetzt Level 13 mit meinen Pistolen, Level 11 mit meinen Snipern? Da weißt du schon, dass die Pistolen irgendwie mir besser liegen. Ja, warte mal, ich bin... Oder ich muss meine Iridian-Waffe halt nehmen. Pistole Level 4, Shotgun Level 11 und Raketenwerfer ja. Level 10. Machst du mal das nächste Fragment? So, jetzt müssen wir auf die andere Seite, glaube ich, von der Map. Kann das sein? Ja, genau. Ich bin SMG 7 und Combat Rifle 14. Okay, ein Schaden hat mein Schild bekommen. Ich hab 20 bekommen. Meins hat ein bisschen mehr. So ist also ich 381, also habe ich 60 Schaden. Ich bin definitiv langsamer, wenn ich die Alien-Waffe trage. Ey, wir hätten auch hier hinten bei der Waffenkiste runterspringen können. Ja, aber wir wollten noch was einsammeln. Oh, wir müssen wirklich, ja, wirklich ans komplette Ende durchkämpfen. Weil Krom dann da hinten ist. Weil Kronk dann da hinten. Genau, weil Kronk da hinten in seinem Ledersessel sitzt und dann. Er sitzt vorm PC die ganze Zeit. Genau, da ist seine Flatrate, da ist die beste Verbindung, deswegen ist er hinten am Arsch der Welt. Ja? Was schießt denn hier vor uns? Oben irgendwo. Ja, es geht natürlich niemand, wo ich. Der hat ein übelst. Okay, das hat echt einen fetten Zoom, das Ding. Steht gar nicht da, was für ein Zoom das ist. Also der ist echt riesig. Alter Schwede. Der ist über vierfach, der Zoom. Was, das steht nicht da? Nee, steht nur neueste Standardtechnologie. Mehr steht da nicht. Können wir dann? Von mir aus schon. Ich hab noch eine Soldatenklasse gefunden. Und es gibt Riffelschaden 28. Zieht natürlich trotzdem. Nimm einfach mit und verkauf. Hier geht's noch irgendwo hoch, ne? Da müssen wir aber ja nie hin. Mir ist das zu weit weg, ich geh mal ein Stück näher ran. Also ich treffe, aber ich treffe nie auf den Kopf. Hier hoch? Doch, jetzt hab ich schon auf den Kopf getroffen. Na gut, ich komme mal zu euch. Nee, müssen wir nie, da war ich vorhin schon oben, bin ich der Meinung. Nee. Wenn ich dort durch bin, dann kann ich euch von oben auf den Kopf spucken. Okay, dann ist doch schön. Vielleicht ist dort oben irgendeine Waffenkiste, die man holen könnte. Kannst du mal gucken. Ich glaube, da ist sogar was. Könnte sein. Wow, ich bin gerade zwischens Gerüst gefallen. So ein Quatsch, ey. Mann, nicht schon wieder, ey. Hier muss man wirklich jeden kleinen Scheiß zur Seite gehen. Hör mal auf, mir alles wegzuschießen und mir im Weg zu stehen, dass ich nicht mit Leuten abschießen kann. Kannst du nutzen mit dem Säure, wenn du es auf den Kopf schießt, da ist ständig grün-rot, kritisch. Ja, und Säureschaden. Achso, du hast gerade nicht mit mir geredet. Nee. Aber mal. Oh, du standst mir ja nie im Weg. Explosivregen ist eine Granatenmod, die kannst du da auch aufnehmen. Wie viel Schaden macht sie denn? 62. 62, da habe ich schon eine. So, hier kommen wir aber, glaube ich, jetzt auch hoch. Nee. 50. So eine andere. Hier hinten ist eine Dingens, ich hol die mal schnell. Es wäre cool, wenn ich irgendwann Unterstützung krieg. Ja, sofort. Wo? Da. Ah, cool, Shotgun. Der links nehme ich noch mehr. 11x35. Team Shield, Ladegeschwindigkeit 23 für einen Soldaten. Ein paar Granaten, ansonsten nichts weiter. Ich muss mal kurz in Deckung gehen. Ich bin unterwegs, Alter. Da ist ein Knallharter dabei, deswegen. Und das war ein ziemlicher Fail. Ich bin unterwegs, wie gesagt.
dachte, ich kann das hochstellen, wenn ich. Ja, wenn du da hochspringen kannst, dann schon, aber hat es halt nicht ganz geklappt. So. Komme. Grüne SMG, 30 Schaden brauchst du wahrscheinlich nicht. Und eine blaue Combat Rifle? Auch nicht. Hab ich einfach nur mitgenommen zum Verkaufen. Au! Au. Ich bin hinter euch. Aber du hast gerade nie getroffen. Da drüben. Vom Felix ist da, die rüberballern.